Das sind die Freunde Lisa und Kai. Beide sind 12 Jahre alt und gehen in die 6. Klasse. Kai treibt gerne Sport, denn in seiner Freizeit spielt er Unihockey. Lisa hingegen interessiert sich für Fremdsprachen und Geschichte. Zusammen gehen beide zur Schule. Am Zebrastreifen vor der Schule kommt ein gelber Kleinbus angerast und missachtet die beiden. Reflexartig springt Kai vor Lisa und zieht sie weg. Doch Kai hat Pech und er wird am Fuß verletzt. Der Fahrer rief sofort einen Krankenwagen. Kai kommt ins Krankenhaus und Lisa erzählt der Polizei, dass der Wagen angerast kam. Am nächsten Tag besucht Lisa ihren Schulfreund Kai im Krankenhaus und bedankt sich bei ihm für seine heldenhafte Tat mit einem Kuss auf den Mund. Von da an beschützt Kai seine Lisa nicht nur auf dem Weg zur Schule.